Kamera, filmen Sie mich etwa? Filmen Sie mich? Unterlassen Sie das. Das ist eine Straftat. Mein Gesicht gehört mir. Machen Sie die sofort aus jetzt. Diese gesamte Klimahysterie, ja, die ist an den Haaren herbeigezogen. Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen, Schluss mit dem Klimaschutzplan. Rainer Kraft ist der Mann für Klimafragen in der AfD-Bundestagsfraktion. Dass unser Kohlendioxidausstoß die Erde erwärmt, für ihn nichts als eine Behauptung. Ich wüsste nicht, welcher Effekt es sein soll, dass CO2 zur Erwärmung beiträgt. CO2 ist ein Treibhausgas. Das ist nicht richtig. Ein Treibhauseffekt gibt es nicht. Es gibt keinen Treibhauseffekt. Es gibt keinen Treibhauseffekt. Tatsächlich ist der Treibhauseffekt Schulbuchwissen. Die Sonne erwärmt die Erde gibt Wärmestrahlung ab. Treibhausgase in der Atmosphäre wie CO2 strahlen einen Teil dieser Wärme wieder zurück. Die Folge? Lebensfreundliche Temperaturen auf der Erde. Ohne Treibhauseffekt, das ist eigentlich wissenschaftlich unumstritten, hätte es minus 18 Grad auf der Erde. Das mag ich wirklich stark zu bezweifeln. Das ist doch alles dummes Zeug. So ein Kokolores habe ich seit meinem Physikunterricht nicht mehr gehört. Minus 18 Grad, das ist absurd. Das würde es bei mir auch niemals geben, denn ich habe ja Zentralheizung. Nun ja, wie gerade gesagt, es gibt halt gewisse Naturgesetze, die sind, wie sie sind. Ja, aber genau darum sind wir mit der AfD ja auch im Bundestag, um eben diese nationalfeindlichen Gesetze der Landesverräterin Merkel und ihrer ökologisch versifften Genossen abzuschaffen und endlich wieder ein deutschenfreundliches Deutschland zu schaffen. Ja, schon verstanden, aber die Naturgesetze sind ausnahmsweise ja mal nicht von der GroKo, sondern sind ein wissenschaftlicher Konsens. Und das ist nicht richtig. Konsens ist Nonsens. Und die Wissenschaft gibt es nicht. Und diese ominösen Treibhausgase, die gibt es höchstens, wenn irgend so ein Holländer in seinem Tomatenzuchthaus einen fahren lässt. Das ist vielleicht nicht schön, aber davon schmelzen nicht die Gletscher. Lustig, ja. Aber ist es nicht selbst für eine Partei wie die AfD ein wenig vermessen, die Realität einfach komplett abzustreiten und sie so zu behaupten, wie man sie gerne hätte? Ich meine, das erinnert ja ein wenig an die Haltung der katholischen Kirche, damals gegen Galileo. Ja, hören Sie mir auf mit diesen Staatsfernseh-Schlaumeier-Sendungen, die uns die absurden Lügen der Regierung schönreden sollen. Ja, ich habe dieses Halligalli auch schon mal gesehen. Ja, das ist für mich kein seriöses Format. Nein, das, was Sie meinen, ist Galileo aus dem Privatfernsehen von Pro7. Nichts Öffentlich-Rechtliches von der ARD. Das heißt übrigens nicht ARD, sondern AFD. So viel Zeit muss sein. Und wir sind nicht rechtlich, in keiner Form, sondern von den Öffentlich-Rechten. Denn wir haben immer Recht, steht so in unserem Parteibuch. Und wer eine andere Meinung hat, der lügt und ist ein Merkel-Bückling. Das ist ganz einfach zu verstehen. Ja. Kann es vielleicht sein, dass Sie in der Schule damals nicht alles so ganz mitbekommen haben, weil Sie zu sehr damit beschäftigt waren, den anderen Kindern die Pausenbrote zu klauen und ihnen anschließend zu erklären, dass sie gar keine gehabt hätten? Das ist ganz schlechter Stil, über meine Hobbys als Kind herzuziehen. Aber solch unseriösen Journalismus sind wir von der Opfersammelstelle AfD ja leider gewöhnt. Ja. Lassen Sie mich abschließend deswegen noch einmal feststellen. Das Klima ist eine Lüge. CO2 ist nichts weiter als ein Handynetzanbieter. Das Treibhaus ist ein sehr geschmackvoller Puff daheim in Augsburg. Und Schuld am schlechten Wetter ist der Neger. Alles andere halte ich für billige grüne Propaganda. Vielen Dank. Die Moleküle, die in der Atmosphäre den Treibhauseffekt verursachen, die tun das nicht, weil es die Anhänger der Grünen Partei sind. Sondern sie tun es deshalb, weil sie es tun müssen. Die Bindungsenergien dieser Moleküle sind nun mal so, dass sie gerade mit der Wärmestrahlung der Erde in Resonanz sind. Ende der Durchsage. Und seit der Mensch massenhaft Öl, Gas und Kohle verbrennt, gerät immer mehr CO2 in die Atmosphäre. Der natürliche Treibhauseffekt verstärkt sich. Die Erde erwärmt sich weiter. Es ist ja nicht umsonst so, dass sehr viele Klimaskeptiker ältere Männer sind. Und mit dem Klimawandel und im Zusammenhang auch mit der Energiewende wird natürlich jetzt kritisiert, was in den letzten 50 Jahren alles in diesem Land passiert ist. Deutschland war das Wirtschaftswunderland. Wenn der Schornstein raucht, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Heute wissen wir, das ist eine Katastrophe gewesen, dass der Schornstein so geraucht hat. Wir müssen zusehen, dass wir ganz anders Energie bereitstellen, als wir das über 50 Jahre gemacht haben. Und damit werden Menschen ihre Identität angegriffen. Ja, absolut verständlich. Wer zum Beispiel ein Leben lang nach
nach dem Spruch gelebt, gesund. Ja, für den bricht halt eine Welt zusammen, wenn ihm nach dem dritten Herzinfarkt gesagt wird, sie fressen einfach nur wie ein Schwein und furzen zu viel und haben keine Freunde, weil es neben ihnen immer stinkt. Ja, und genau so ist es auch hier. Wer seine Lebensleistung an qualmenden Fabrikschloten, fettleibigen pfälzischen Bundeskanzlern und dicken Autos ohne Katalysator festgemacht hat, der wird natürlich sauer, wenn ihm die linksgrün versifften Baumkuschler und Öko-Arschgeigen plötzlich das ganze bisherige Schaffen kaputtreden. An erster Stelle standen damals halt die Wirtschaft und der Wohlstand. Ja, damit man sich überhaupt eine neue Natur kaufen kann, wenn die alte mal kaputt ist. Und ein Fehler wird schließlich erst dann zum Fehler, wenn man ihn selber zugibt. Also steht der männlich senile Wuthamster heute lieber nochmal auf und fletscht die Dritten, als irgendwas eingestehen und mühsam korrigieren zu müssen. Und wenn's ums Leugnen zugunsten der eigenen Wunschrealität geht, da passt die AfD halt wie Arsch auf Auspuff. Ja, denn was sind schon fundierte Aussagen eines studierten Wissenschaftlers, der bestimmt von Merkel persönlich bezahlt wird, gegen die wirrfabulierten Fantasien eines realitätsverweigernden Frustrentners mit zu kleinem Verstand, zu großem Selbstbewusstsein, zu viel Freizeit und eigenem Internetanschluss. Der Einflüsterer der AfD-Führung ist dieser Mann hier rechts im Bild, Michael Limburg, selbst AfD-Mitglied und Vizepräsident von EIKE. Die Abkürzung steht für Europäisches Institut für Klima und Energie. Anerkannte Studien zur Erderwärmung gelten hier als Klimalügen. Der Name Europäisches Institut führt in die Irre. Wie Limburg sind die meisten bei EIKE Rentner. Vom heimischen Schreibtisch aus wettert Limburg gegen anerkannte Klimaexperten. Für Warnungen vor einer Erderwärmung hat er nur Spott übrig. Ich finde, es ist angenehm, wenn es wärmer wird. Warum fährt dann halb Europa nach Süden im Winter? Versuchen Sie jetzt mal in Teneriffa ein Zimmer zu kriegen. Ist so gut wie unmöglich, weil es Wärme immer gut war und Kälte immer schlecht. Ja, das ist eine Tatsache und das war auch schon immer so, ne? Ja, warm ist gut und kalt ist schlecht, ne? Jeder möchte aufs Solarium, aber keiner in den Kühlschrank, ne? Also bei uns im Heim bringen die Pfleger mir warmes Essen, aber wenn sie mich sehen, kriegen sie das kalte Kotzen, ne? Gute Menschen wie ich, die kommen in die muckelwarme Hölle auf Teneriffa. Ne? Die Bösen von den anderen Parteien in den arschkalten Himmel, nicht? Am Nordpol. Ne? Ja, es gibt nur mal Fakten, die sind, wie sie sind. Und zwar so, wie ich sie möchte. Ne? Warm ist supi und kalt ist so. Männer sind schlau und Frauen sind dumm. Der Südeuropäer ist faul, der Pole klaut und nicht alles, was Adolf gemacht hat, war schlecht. Kluge Rentner wie ich fliegen in den Süden und bringen als Touristen den Eingeborenen Geld. Nicht? Aber dumme Neger und Muselmanen kommen aus der schönen Sonne in unser kaltes Land als Terroristen und nehmen uns den Wohlstand weg. Das ist nicht fair, ja. Und deshalb auch ist das nur logisch, dass ich mich jetzt als mauliger alter Tattergreis gegen den unsinnigen Umweltschutz und diese ganze nervige Logik dann mal einsetze, ne? Ja, und wenn man mit Hilfe einer reaktionären Runzelhirnpartei auch nur lange genug und laut genug stört und stänkert, ja, dann fallen am Ende sogar die Doofen bei der CDU drauf rein, ne? Nur um sich bei den populistischen Vernunftsgegnern anzubiedern, ne? So prangerte der Berliner Kreis, ein Zusammenschluss konservativer Unionspolitiker, kürzlich eine, Zitat, Klimahysterie an. Man solle stattdessen die Chancen der Erderwärmung sehen, etwa eisfreie Schifffahrtsrouten im Polarmeer und neue Fischfangmöglichkeiten. Hauptautor des Papiers Philipp Lengsfeld, ein Fürsprecher von EIKE.
Auf seiner Internetseite hat das Institut dieses Video veröffentlicht. Es zeigt Lengsfeld bei einem Grußwort auf einer Konferenz der Klimaskeptiker. Sie haben da ja ein Grußwort gesprochen. Insofern scheinen Sie da ja sympathisierend oder in irgendeiner Art und Weise mit denen in Verbindung zu stehen. Als forschungsorientierter Abgeordneter habe ich ein Grußwort auf einer Konferenz von Menschen gehalten, die sich auch um die Wissenschaft kümmern. Anders ausgedrückt, ich als forschungsorientalischer abgewiesener Abgeordneter, aber auch als Mensch, habe ich mit offener Hand auf offener Bühne für Menschen und so weiter ein Schlusswort, Grußwort, ein sinnloses Wort mit Gruß und Kuss auf einer Konfirmation, Kondolenz, einer Konferenz der Tiere und Menschen und für Geld auch vor allem, habe ich dummes Zeug geredet und auch gerne wieder, wenn die, also stimmt, sage ich mal, Sie wissen schon. Und ich würde auch... Sehen Sie, habe ich doch gesagt, ja. Ne? Inzwischen laufen uns sogar die Dussel von der Union hinterher. Also jetzt natürlich nur die ganz Doofen, die früher immer auf dem Schulhof in den Pausen vermöbelt wurden, weil sie allen so auf die Eier gingen und denen auch keiner freiwillig zuhört. Ne? Aber im Alter, da sind die prima. Ne? Da machen die für ein Käsebrot und ein bisschen Aufmerksamkeit fast alles. Ja. Ah, da ist er ja, unser Herr Professor Dr. Bamberg von der Eichel. Hm? Nur Limburg von der Eike. So. Ah ja, der ist doch wurscht. Ja. Ne? Einer von unseren schlauen Geschichtenschreibern halt. Und haben Sie mal wieder ein Buch verzapft für uns? Ja, es ist gerade fertig. Hot Shit, Chancen des Klimawandels. Darin schreibe ich, so wie der Herr Lengsfeld, über die Vorteile der globalen Erwärmung. Ne? Also Badestrände im Polarmeer, Heißbären statt Eisbären, Fische kommen tellerwarm aus dem Wasser. Ja, schön. Alles richtig. Aber den Klimawandel, den gibt's ja gar nicht. Ach so. Ja, dann werde ich das natürlich noch mal gerne anpassen an Ihren neuesten Forschungsstand. Ja. Nicht vergessen, wer den Klumpatsch bezahlt hier, ja, ne? Ja. Habe ich da gerade etwas von Bezahlen gehört? Das wäre vielleicht ein schöner Moment, auch mir, also ich meine ja ehrenamtlich, hinten rein quasi. Also so, jetzt wird mir aber langsam mal die Glatze stumpf. Das kann sich doch kein geistig gesunder Mensch anhören, diesen Kaffeeklatsch für Vollidioten. Hier. Also Sie sind doch nur ein ganz armes Populistenwürstchen, das sich am esoterisch-völkischen Stammbaum die Schwarte schubbert, um dort ein paar rechtsgedrehte Mitleidsstimmen abzugreifen. Man sollte Ihnen den Hintern versohlen und Sie bis zum Ende der Amtszeit auf Ihr Zimmer schicken. Und Sie stehen da wie Schweinchen dick am ersten Schultag und faseln einen lebensgefährlichen Unsinn daher, als ob ein Affe versuchen würde, einem Professor das Einmaleins zu erklären. Obwohl Sie noch nicht mal fehlerfrei mit Wachsmalstiften Ihren eigenen Namen malen können. Ja, und Sie sollten in Ihrem Alter wirklich klüger sein als Ihre Nörgler-WG vom betreuten Wohnen als Institut auszugeben und von dort aus Ihren ganzen dümmlichen Rentnerfrust auf die Welt in Buchdeckel zu spucken, nur damit keiner merkt, was für eine Pfeife Sie schon früher gewesen sind. Also, meine Herren, lassen Sie sich eins gesagt sein. Die Menschen mögen bescheuert sein. Quod erat demonstrandum. Ja? Aber die Natur lässt sich nicht verarschen. Leider nicht. Und auch wenn ganz viele sehr dumme Menschen sich gegenseitig sagen, wie clever sie doch sind, sie bleiben trotzdem saudumm. Guten Abend.
Also, wenn Sie mich fragen, diesen Lesch mit der Glatze, der eben hier war und alles besser weiß, ja, den gibt es gar nicht. Der ist nur erfunden. Jawohl. Hi. Ja. Das stimmt. Nicht? Wenn Sie möchten, dann könnte ich ein Buch darüber schreiben. Und ich mache das Grußwort. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter.